weiß nicht, ob ich ja, was ich gerade gesehen habe, unser Flur, der wurde nämlich jetzt umgebaut. Also die haben jetzt ja alles umgebaut, wo ich mich schon frage, wie wurde eigentlich das jetzt auf unsere Miete so draufgelegt? Ich habe noch keine Ahnung, ob ich jetzt Panik haben muss oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich mir überlegt, inspiriert durch dieses Video von Zara... Schlag mich tot. Zara Janina, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Diese Booktuberin auf YouTube hat ein Roomtour-Video gemacht. Oh, interessant, blablabla. Mach ich das auch mal, weil ich habe schon ein Kind mal gemacht. Ich überlege jetzt, mache ich mal noch mal ein neues Video für meine Abonnenten, die auch immer. Hier ist der ganze, das ist der Flur. Also, wenn man in eine Wohnung reinkommt, beginnt das erstmal mit dem Flur. Hier stehen Schuhe. Das sind die neuen Schuhe, die ich bekommen habe, geschenkt von einer Arbeitskollegin, weil ihr Sohn bekommt jeden Monat Schuhe. Und ich kann dann die sehen, die nicht geil aus, Alter. Guck mal, ich habe noch andere Schuhe. Wow. Meine Tasche, für die ich weit berühmt bin, da ist alles drin. Ritter Sport, Monatskarte, Portemonnaie, ein Buch. Ein Buch, was ich gerade schreibe. Mein Terminkalender. Dienstplan. Ja. In dem Schrank ist irgendwas anderes drin noch. Hier ist diese verkorkste Fratze. Okay, hier kann man den Stromkasten sehen. Naja, manchmal fliegt doch mal was raus. Hier ist mein Bad, das ist nicht sonderlich groß, also was ist für eine Einraumwohnung? Ist das nicht? Da war noch was Witziges. Seht ihr diese komischen Flecken da? Hier waren Cola-Flaschen drin, weil ich ja die Cola-Flaschen wegbringe, weil ich ja Geld wieder kriege. Und die waren noch in meiner Wohnung, haben ja Sachen neu gemacht. Kann man das sagen? Ich habe keine Ahnung. Haben die Tür neu gemacht, Fenster neu gemacht. Es ist sehr warm. Und da musste ich ja aufräumen. Da habe ich alle Cola-Flaschen da reingemacht, in die Badewanne. Weil die mussten ja meine Wohnung dann da Bauarbeiten durchführen. Ja. Und deswegen waren die hier drin. Ja, das Klo mit dem Gesicht. Waschmaschine, da ist schon wieder Wasser drin. Ich kapiere es nicht. Ja, ich habe einen Rasierer, hey. Sieht man, dass ich den benutze, oder? Naja. Waschmittel, so. Licht! So. Hier sind auch noch Flaschen. Ah, da gibt es einen Unterschied. Hier stehen die Flaschen mit dem Zeichen, damit ich die kann ich in den Kasten machen. Also kann ich zu Penny gehen, in diesen, der die Flaschen automatisch annimmt. Die anderen Flaschen, die da irgendwo sind in dem Zimmer, die kann ich nicht dahin machen. Also es wird getrennt. Hier sind die anderen, die bringe ich dann mal weg. Ja, hier steht ein Sessel, hier sind noch ein paar Flaschen. Aber die sind ohne Zeichen, die muss ich woanders hinbringen. So, hier sind auch noch ein paar Flaschen. Das, wie gesagt, die sind ohne das, müsst ihr gucken hier, das Zeichen nicht drauf. Die muss ich extra wegbringen. Deswegen sind die alle in der Tasche drin. Aber mit meiner Oma frage ich dann wieder, will er was wegbringen. Hier ist noch der... Ja, ich habe die Wäsche immer noch nicht abgenommen. Aber mache ich noch. Also hier kommt immer die Wäsche hin, die aus der Waschmaschine dann hier kommt. Und dann wird die da... Ist schon alles trocken, muss ich nur noch wegmachen. 2015 war das Jahr von H.G. Wells. 2016 ist das Jahr der Artworkbooks bei mir. Tatsächlich. Prometheus, The Art of the Film Prometheus, Godzilla, und angefangen hat das mit dem dort, Alice Madness Returns, das Spiel, weil ich ja von Alice Madness Returns habe ich alles, also das Spiel habe ich, also den ersten Teil spiele ich nicht, der ist technisch nicht mein Fall. Alice Madness Returns, das Spiel, ich habe beide Soundtracks auf dem Rechner, ich habe die Lewis Carroll Bücher, die kann ich euch auch zeigen. Die sind hier. Ich habe das Artwork-Buch. Alice Madness Returns. Ja, ich glaube, das war's dann erstmal. Also ich habe einiges davon. Hier ist mein... Ach ja, hier habe ich mir zu Weihnachten mal Handstaubsauger. Der ist richtig gut. Schnauze. Hier liegen ein paar alte Sachen, die ich geschrieben habe, irgendwann mal. Hier liegt die Analyse der Esoterik. Da.
Das habe ich auf YouTube sogar hochgeladen, als ich noch eine große Nummer war auf YouTube. Ja, 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 sowas gab es mal. Hier sind die Bücher. Also, ich lese ja unheimlich viel. Und also, wenn ich Zeit habe, so. Hier sind noch die Karten vom Dings, Robin Hood Film. Ich habe nämlich, ich habe die Box gekauft, die ich nicht hätte kaufen brauchen, wie ich festgestellt habe. Denn alles, was hier drin war in der Box, also der Film meine ich jetzt, der Filminhalt, war dieselbe wie die normale Edition. Aber bei der Special Edition gab es noch Fotos, die ihr hier seht, ein Zertifikat, ein Schlüsselanhänger, der hier irgendwo, hier ein Schlüsselanhänger gab es auch noch zu Robin Hood. Und soweit alles. Den Film habe ich noch nie gesehen. Egal. Also, das sind die Bücher von James fucking Great Elroy. James Elroy, hier. Seht ihr, wie dick das Buch ist? Also diese Bücher, die hier, damit habe ich angefangen. Mit diesen Büchern. Warte mal, das hier kommt später. Egal, L.A. Confidential, den Film kennt ihr ja, das Buch ist auch sehr geil. Also die hier, die habe ich sogar mehrfach hintereinander gelesen, weil ich hatte nur die. Und angefangen habe ich natürlich mit Die Schwarze Dahlia, wo eigentlich jeder mit angefangen hat. Sehr geiles Buch. Die Verfilmung ist einfach nur peinlich, ist eine Beleidigung für das Buch. Viele haben ja gesagt, James Ellroys Die Schwarze Dahlia wäre eigentlich vom Inhalt so ein Psychothriller wie 7. Fincher wollte das verfilmen, dann hat sich das Drehbuch nicht gefallen und ich kann es auch verstehen, aber ich kann Fincher als Regisseur auch nicht mehr leiden. Also den Müll, den er jetzt macht, den kann er auch sich sparen. Sein letzter guter Film war Panic Room. So, und das sind die ganzen James Ellroy Bücher. Die sind mehr oder weniger alle echt geil. Das ist eines seiner besten Bücher, In der Tiefe der Nacht. Weil die Figurenzeichnung ist sehr geil. Da geht es um den Arzt, der ist eigentlich ein Kind. Emotionslos, nicht ganz, aber auf dem kindlichen Niveau stehen geblieben und hat eine Sekte, sammelt Akten von Menschen und hat seinen eigenen Gizmo, so nenne ich den immer, der dann Mord begeht und somit kommt man auf diese Schliche. Hügel der Selbstmörder enthält noch die Kommunistenjagd in Hollywood in den 50er Jahren oder 60ern. Ich weiß nicht, welches Buch das ist. Es gibt ein Buch, wo der Täter vor den Polizisten steht und die können ihn nicht erkennen, weil er sein Gesicht umoperiert hat, weil er so ein berühmter Schauspieler ist. Und das kapieren erst am Ende. Die haben schon mit ihm geredet, konnten ihn aber nicht erkennen. Und dann hat James Ellroy, das ist der helle Wahnsinn, mit 70 oder wie alt er ist, sich nochmal gesteigert. Das sind alles, nenne ich jetzt mal, Psychothriller, Kriminalromane, das alles ja. Das hier hat er jetzt angefangen. Jetzt schreibt er ziemlich historisch begründete Romane. Hier geht es um Kuba, hier geht es um Perfida, geht es um Pearl Harbor, was da passiert. Also er hat wieder einen fiktionalen Roman geschrieben. Er hat drei Rechercheure, die darauf achten, dass es zeitlich stimmt, was er da macht. Aber ansonsten ist alles fiktional neu zusammengesetzt, aber absolut rattenscharf. Geile Bücher. Das fand ich auch sehr gut, sehr komplex. Fünf Hauptfiguren gibt es in diesem Buch. Aber jetzt so geschrieben, dass man gut folgen kann. Was ich ein bisschen schade fand, ist, es fehlt ein bisschen der McGovern. Ich lasse das mal so stehen. Jeder, der sich mit Film auskennt, hat das jetzt verstanden. So, dann lese ich auch sehr gerne Chuck Palahniuk. Der Typ, der Fight Club geschrieben hat. Aber Fight Club habe ich nicht, weil Fight Club ist so wie der Film. Da fehlen nur 5 Szenen oder so. Ich muss sagen, die Anfangsbücher sind um einiges witziger als die Bücher, die später kamen. Dann ist es wirklich nicht so gut. Also auf jeden Fall zu den richtig geilen gehören das hier, der Simulant zum Beispiel. Ein Typen, der in Restaurants den Erstickten spielt, damit er von den Leuten, die ebenfalls im Restaurant sind, Entschuldigungskarten kriegt, mit Geld, das Geld benutzt, um das Pflegeheim seiner Mutter zu bezahlen. Und der ist sexsüchtig und ist schon ganz witzig. Flug ist, oh Gott, das ist auch geil, aber ich weiß gar nicht mehr. Das Buch läuft rückwärts. Also es ist hier die Seite, seht ihr das? Und das endet mit Seite 99, also mit Seite 1 endet es. Weil der Typ spricht in den Flugschreiber eines Flugzeuges, das er entführt hat. Und man erfährt seine Lebensgeschichte. Und das ist auch recht witzig. Weil
der Typ hat auch nicht mehr so viel Lebenswillen. Und da geht's. Er arbeitet am Anfang des Buches als Seelsorger. Dann rufen die mal an, mir geht's so schlecht. Und er dann so, bring dich um. Ja, ein bisschen krass. Okay, Snuff, Diva. Oh Gott, an Diva erinnere ich mich nicht mehr. Na, wahrscheinlich war es nicht ganz so gut. Naja, war schon gut. Sehr geil fand ich das hier. Das sind zwei Bücher über die Hölle. Das Mädchen kommt in die Hölle und ist damit überhaupt nicht einverstanden und macht sich auf den Weg zu Satan, um die mal zu fragen, was die Scheiße eigentlich soll. Und sehr, sehr geil. Beide Bücher sehr gut. Lulabi ist geil, weil es gibt ein Gedicht. Wenn du an das Gedicht denkst und an eine Person denkst, stirbt die dabei. Und das ist sehr, sehr witzig stellenweise. Wenn er über die Straße läuft und er wird von mehreren Leuten blöd angequatscht und was macht er? Er denkt an das Gedicht und nächste Nacht ruft ein Polizist an und sagt, sagen Sie mal, können Sie irgendwas zu den fünf Toten an der Straße sagen? Und er so, nö, und legt auf. Entschuldigung, ist ein bisschen krank, aber es ist witzig. Bonn, das haben wir nochmal, das Keinsmal. Oh, naja, das Keinsmal ist, na die Kolonie, naja, lassen. Kolonie ist okay. Puh, ja. Kolonie ist okay. Das Keinsmal. Scheiße. Das Keinsmal ist deswegen gut schockierend wegen der Sache, um was es eigentlich geht. Und das ist so absurd. Hoppla. Es ist extrem absurd, aber er hat so geschrieben, dass man das lobt. Eine absurde Sache. Und das Krasse ist, ich habe in den Nachrichten gehört, ein Mann, jetzt aus der Realität, soll tatsächlich mit dem Auto einen Unfall gehabt haben und dann gesagt haben, das hätte was mit Zeitreise zu tun. Das soll in der Realität tatsächlich passiert sein. Naja. Stranger Than Fiction, naja, habe ich teilweise nicht kapiert, was er mir damit sagen will. Bei dem einen Ding mit dem Ringer, da habe ich es schon kapiert, dass jede Anstrengung umsonst war. Er schafft es nicht, aber ist egal. Jetzt, eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Bret Easton Ellis, Luna Park. Ich folge nicht zu Bret Easton Ellis. American Psycho ist ein scheiß Film. Ist auch ein scheiß Buch. Ja, ich weiß, das heißen mich alle. Aber der Film und das Buch, beides, erzählt keine Story, sondern nur Situationen. Das hier ist absoluter Hammer. Weil in diesem Buch hat er das so gemacht, dass das Buch wie eine Biografie beginnt, von Bret Easton Ellis, nach dem Erfolg von Malcolm Psycho. Das heißt, es beginnt schon realistisch und dann wird die Geschichte so Stephen King-mäßig, gruselmäßig. Nur jetzt, das Krasse dabei ist ja halt diese Verknüpfung mit dem Realismus des Anfangsbuches und das ist, boah, das ist auch abgefahren, also das ist echt matschig und, boah, ist wirklich gruselig, Hammer, das ist wirklich ein absolut abgefahrenes Buch, das ist eins der besten Bücher, Bret Easton Ellis, Luna Park, ja. Oh ja, naja, ich habe das Buch von 8mm, weil ich dachte, da gäbe es noch was, naja. Insider-Informationen zugrunde ist es, hat man jetzt herausgefunden, warum, oder nee, ist herausgefunden, ne. Ihr kennt noch den Film Event Horizon und alle fragen sich ja, wie kann es sein, dass dieser Regisseur, der Mortal Kombat gedreht hat, keinen Film mal gemacht hat wie Event Horizon. Jetzt hat man herausgefunden, ich habe es im Internet gelesen, ich glaube früher stand das noch nicht da, Andrew Kevin Walker, der Drehbuchautor von 7, 8mm, Sleepy Hollow, hat inoffiziell wieder einmal das Drehbuch geschrieben und darf wieder nicht genannt werden. Merken. Es ist schon wieder so, dass er wieder am Arsch ist. Armer Andrew Kevin Walker. Naja, was soll man machen? Ich glaube, er hat sogar Panic Room hat er auch inoffiziell mitgeschrieben. The Game hat er mitgeschrieben, inoffiziell. Offiziell hat er geschrieben 7, 8mm, Sleepy Hollow. Und diesen komischen Film, den man nicht gucken muss, Brainscan. Naja. Ja. Ach, hier ist noch ein kleines Artwork-Buch von Top Rider. Das ist aber ein bisschen peinlich, weil ein Artwork-Buch muss diese Maße haben. Und nicht diese Maße. Naja. So, wir waren ja hier stehen geblieben bei Bret Easton Ellis. So, also angefangen habe ich ja eigentlich mit Sachbüchern. Also ich habe ja mal, naja, ich gebe es zu, Esoterik war mal Inhalt meines Lebens. Das weiß ich stark von mir. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Esoterik ist Zeitverschwendung. Kapiert? Ja.
Es ist Zeitverschwendung, ihr braucht das nicht zu tun. Und wenn man sich mit Esoterik beschäftigt, beschäftigt man sich eigentlich nur mit seinen eigenen Problemen. Oder man weicht der Realität aus. So muss ich es einfach mal sagen. Und dann habe ich angefangen, andere Sachbücher zu lesen und ich schlug ein wie eine Bombe bei mir. Hier noch das schöne Wartburg-Buch von Alice, Madness Returns. Ein schönes Spiel. Ich hoffe, American McG schafft es, den dritten Teil zu realisieren durch sein Kickstarter-Projekt. Was er jetzt, wir haben es jetzt 2016, jetzt müsste es so. Also, ich habe angefangen mit Sachbüchern. Alles oder nichts über die Destruktivität von Idealen. Dieses Buch in der Hinsicht interessant, weil hier steht was. Also, man muss sich Folgendes vorstellen: Es war der 11. September und dieses Buch ist viel älter. Aber hier steht was drin zum 11. September, das ist beachtlich. Die psychotischen Spiele in der Familie, das habe ich dann irgendwann aufgehört zu lesen. Das ist auch das Problem der Tötungshemmung beim Mörder. Es gibt keine Antwort, aber zwischen den Zeilen lernt man, die Sachen mit dem Töten hat was mit dem moralischen Prinzip der Eltern zu tun. Das wird ja nicht gesagt, aber du kriegst es irgendwie so was. Der Hass auf die Liebe, oh je. Dieses Buch hat vieles verändert in meinem Leben. Ja, für YouTube habe ich mal was. Das hat mich zum Analytiker gemacht. Na gut, noch andere, aber das war hier der Ursprung meines analytischen Denkens, bla bla bla. Jetzt ist dieses Buch auch irgendwie schockierend, weil es gibt Menschen, die zerstören ihre Kinder mit voller Absicht. Und die wissen auch, was sie tun. Naja, das Trauma in der Geburt, Lexikon der populären Ernährungsirrtümer, der Zwang zur Serie über Serienmörder. Das kann ich jedem ans Herz legen, das ist ein sehr einfaches Buch. Mörder, Räuber, Diebe, Psychotherapie im Strafvollzug, das ist ziemlich einfach. Da habe ich doch mal Notizen gemacht und egal. Das ist ziemlich einfach zu lesen, nicht zu kompliziert. Bei diesem Buch hier, da war das dann so, dass ich dann aufhören musste zu lesen zwischendurch, weil mein Kopf voll war. Ging nicht mehr. Nur Logo von Naomi Klein, wichtiges Buch über die Konzerne und ihre Macht und was sie so, welche Ziele sie mit ihren Konzernen und mit der Werbung eigentlich verfolgen. Leute, ich weiß, dass ihr liebt. Die Simpsons. Subversion zu Primetime, die Simpsons und die Mythen der Gesellschaft. Das ist ein sehr interessantes Buch. Das verändert auch die Sichtweise auf die Simpsons, weil in den Simpsons findet mehr Realität statt, als man sich vorstellen. Also jetzt nicht so, wie ihr denkt, oh, das ist alles echt. Nein, natürlich nicht, aber es werden reale Ereignisse verwendet und sie dann auf die Simpson-Art vermurkst, sag ich mal so. Und das ist nicht gerade selten. Zum Beispiel gibt es die Folge Wer erfand Itchy und Scratchy? Und in Wirklichkeit beruht das auf Walt Disney und weil der Figuren geklaut hat. Das hat damit was zu tun. Experiment mit Menschen, war jetzt nicht so spannend. Das habe ich immer noch nicht gelesen, ey. Der kleine Frieden im großen Krieg, wo die da zusammen Weihnachten gefeiert haben, meistens war. Wichtig, das ist wichtig, also das könnt ihr mal lesen. Lieben hier gefährlich, ein Arzt auf der Suche nach der Wahrheit von AIDS. Ein sehr gutes Buch. Und aufgrund dieses Buches weiß ich auch, dass das, was man in dem Film, das Leben geht weiter, sieht, dass das stimmt. Guckt euch den Film an. Es geht um AIDS und wie die Amis das Patent haben wollten, obwohl die Franzosen es gefunden haben. Naja, die sexuelle Fantasien von Frauen, naja, das ist. Meinst du, okay. Drücker in Uniform, also über Drückerkolonnen. Hier weiß man ja nicht, was soll man davon halten. Stimmt das? Oder naja, 4 Jahre über die Satanisten. Ja, die anderen Bücher habe ich jetzt mal hier hingelegt. Schätze. Die Biografie von Manson. Muss ich hier lesen. Wunderschönes Buch, sehr gefühlvoll geschrieben, sehr sensibel geschrieben. Stuart O'Neill, Halloween. Es geht um ihre Jugendlichen, die beim Unfall gestorben sind und jetzt als Geister in ihrer Heimatstadt herumlaufen und es geht darum, dass einer der Überlebenden, es gibt zwei, die es überlebt haben, und der eine ist behindert und der andere möchte sein Leben jetzt ebenfalls beenden und darum geht es halt. Also es ist sehr gefühlvoll geschrieben, sehr schön geschrieben. Das ist auch ein Wahnsinnsbuch. Also wer das gelesen hat, oh Gott. Dieses Buch ist die Depression. Ich meine, so wie dieses Buch geschrieben ist, empfindet man die Depression der Hauptdarstellerin nach. Also wenn es dir dreckig geht, liest dieses Buch, danach geht es ja gleich besser, weil du hast alles rausgesaugt an Scheiße, die du brauchst, die in dir drin steckt. Das Buch ist wirklich der absolute, das ist ein Erlebnis. Also, das Buch zieht dich emotional so runter, das kann nur fantastisch sein. Ich meine, das schafft nicht jedes Buch.
einfach, es ist nicht nur geschriebenes Wort, sondern gelebte Empfindung, aber negative Empfindung vom Feinsten. Habe ich noch nicht gelesen, weil es neu ist. Winters Knochen, da ist beides gut. Der Film und dieses Buch. Wenn jemand mal einen Film mit... Oh Mann, scheiße, wer heißt die jetzt nochmal? Also mit der Haupt... Wie heißt die Hauptdarstellerin von... Tribute von Panem nochmal? Oh Gott. Jeweils die Hauptdarstellerin. Hat er in diesem Winters Knochen oder Winters Bones auch mitgespielt. Und wenn jemand einen niveauvolleren Film mit der Schauspielerin sehen will... Guckt euch diesen Film an und nicht Panem. Das ist nämlich ein Buch über das Outback in Amerika, wo man die Sachen selbst regelt und die Polizei hat hier nichts zu sagen. Dann, wie ich gesagt habe, 2015 war das Jahr von H.G. Wells, der Typ, der Krieg der Welten erfunden hat. Da habe ich die Insel des Dr. Moreau, H.G. Wells, seine Biografie, H.G. Wells gibt's, Krieg, Kinder der Sterne, wieso zitter ich so? Wenn der Schläfer erwacht. Von kommenden Tagen. Mr. Blithle auf der Insel Rumpole. Und in meinem Links ist in meiner Tasche ist noch das Buch. Tono Bungay. Dann haben wir hier Lewis Carroll. Alice hinter dem Spiegel. Alice im Wunderland. Wie ich gesagt habe, die Bücher. Ja, stehen geblieben in diesem Buch. Das ist ein Zombie-Buch. Es ist sehr gut geschrieben. Es kommt sehr realistisch rüber. Es ist wirklich. Also, das, was passiert, kauft man im Buch wirklich ab. Empfohlen wurde das Buch von der Booktuberin Sarah John. Sarah Janina. Scheiße, wie heißt sie nochmal? Ne, eine sehr nette und manchmal total verrückte Booktuberin, muss ich schon sagen. So. Kommen wir zu einem ganz wichtigen Mann in meinem Leben, der schon mal dazu geführt hat, dass 9-11 für mich weniger schlimmer als für die anderen. Also sorry, wenn ich es mal so sage, aber warum wackelt das Bild so komisch? Noam Chomsky, Wirtschaftswissenschaftler, Philosoph, Linguist, Mathematiker, Informatiker, bla. Der hat das Buch geschrieben, womit habe ich angefangen? Profit over People, damit habe ich angefangen. Als Kulturzeit das Buch vorgestellt hat, habe ich auch angefangen, die Sendung zu gucken, jeden Tag. Demokratie und Erziehung habe ich noch nicht gelesen, das habe ich auch schon gelesen. Habe ich nicht noch ein anderes Buch von dem? Na klar! Wo sind die? Hä? Wo habe ich die jetzt hingelegt? Die können noch nicht heißen. Nee, egal. Also ganz wichtig, er beschreibt, was die USA so durchziehen, welche Methoden sie anwenden. Dass die USA zum Beispiel eine Doppelmoral haben. Wenn zum Beispiel Afrika ausgebeutet wird, ist das vielleicht schlecht für Afrika, aber es ist gut für den Westen. Nach so einer Doppelmoral handelt die USA. George Orwells 1984, naja, ins andere Arm habe ich es auch. Okay, dann haben wir noch Chomsky Media Control, wie die Medien uns da verarschen, wie zum Beispiel Israel und die USA ein riesen Waffengeschäft mit Hubschraubern abgeschlossen haben. Und das in der Presse, obwohl sie es wussten, nicht gesagt wurde. So lügt man mit Statistik. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Buch und dem Buch über AIDS. Und zwar wird in beiden Büchern gesagt, die AIDS-Zahlen waren zu hoch, weil die kumulative Darstellung verwendet wurde. Das heißt, die Zahlen wurden einfach zusammengerechnet zu einer höheren Zahl, statt die Zahlen so zu nehmen, wie sie waren. Und deswegen sind diese horrenden AIDS-Zahlen entstanden. Naja. Late Show ist ein Drehbuch, habe ich irgendwo auf dem Bauernhof gefunden, von Helmut Dietl. Kennt ihr ja. Die Sanftheit, naja, auch teilweise ein bisschen brutal, menschenverachtend, aber war nicht sonderlich gut. Oder naja, ging so. Das habe ich noch nicht gelesen. Ach, Dark Water! Hey, es ist Dark Water. Naja, trotzdem noch nicht gelesen. Ja, jedenfalls, hier gibt es ein Problem. Ich habe meinem Arbeitskollegen Bücher gegeben. Der jetzt arbeitet denn nicht mehr bei uns. Ich will die Bücher wieder haben. Der hat die Zeitmaschine. Der hat der Besuch. Scheiße. Fuck, ey. Es ist zum Kotzen. Oh, Scheiße. Ich glaube, der hat auch Krieg der Welt. Ich kann kotzen, ey. Scheiße. Hier liegt eine Hose. Ach so, habe ich vergessen zu sagen. Wenn man reinkommt, steht hier. Also man kommt hier so rum. Da stehen die Regale mit CDs. Musik, da ist ein Wecker. Also man kommt hier so rein, da Wäsche, da CDs.
und der Schweiß läuft mir schon wieder. Das ist dein Wäschekorb. Also zu diesem Regal muss ich mal sagen, das Regal war sehr hilfreich. Ich habe nämlich eine Zeit lang das so gemacht, dass ich das ganze Zeug, was ihr da seht, stand dann hier. Hier steht drauf alles. Und das Problem war, ich musste ja essen. Dann habe ich das von da auf das Bett gelegt. Dann lag das ganze Zeug auf dem Bett. So eine Scheiße, ey. Wenn ich schlafen wollte, habe ich das Zeug wieder von da nach da wieder hier hingebracht. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte zu Geburtstag, oder habe ich gekriegt, habe ich dann das Regal bekommen. Und das ist sehr geil. Es hat mir schon gute Dienste erwiesen. Hier ist der Laptop drauf, weil ja mein Rechner mal zusammengebrochen ist im Jahre 2000 und ich weiß nicht mal wann. Jemals ist der zusammengebrochen, der Rechner. Der hat es nicht mehr gepackt. Und hier sind auch die Spiele drauf. Es ist so, dass ich, als ich den Rechner bekomme, ich dann, oh, ich kann ja mal mit Spiele probieren. Habe ich Spiele gezockt. Es ging auch, bis dann der Rechner, der Lüfter war so groß, ungelogen. So, ja, so. Und dann habe ich das gespielt, das nicht. Die Bioshock-Spiele habe ich dann gespielt. Naja, dann ist der Rechner halt zusammengebrochen. Der Lüfter hat es ja nicht mehr geschafft. Und da haben wir den Rechner neu aufgebaut. Da ist jetzt dieser Lüfter drin, das fette Viech hier. Das ist meine Hand, das ist der Lüfter. Der ist jetzt da drin und noch ein paar SSD-Bauteile und jetzt läuft es wieder alles. Das Problem ist, in der Zwischenzeit, also ich habe dann ein paar Jahre nicht gespielt, weil es nicht ging. In der Zwischenzeit hat sich die Grafikkarte geändert. Ich kann, also das ist alt, das kann ich noch spielen. Das hier kann ich nicht mehr spielen, da brauche ich die GTX 960, irgendwo steht das hier drauf. Ich habe die Verpackung nicht mehr von dem, also ja, also das konnte ich spielen. Das dann nicht mehr, das ist der Nachfolger, The Rise of the Tomb Raider, konnte ich mehr spielen. Das habe ich, naja, das kann ich auch spielen, habe ich aber noch nicht, weil es ähnelt ja dem. Das habe ich gespielt, sehr geil, das Spiel hat eine wahnsinnig geile Dynamik, The Darkness 2. Das hat eine wahnsinnige, also es geht ab wie Schmitz Katze, das ist geil. Das ist eins der gelungensten Spiele überhaupt, das muss man einfach mal so sagen. Das kann ich nicht spielen, denn hier, pass auf. Nvidia GeForce GT, das Problem. Mortal Kombat X würde ich wahnsinnig gerne spielen, kann ich auch noch nicht. Naja, wie gesagt, also es ist halt eine Zeit vergangen zwischen den Spielen, die ich damals gespielt habe und die ich jetzt spielen möchte. Das geht jetzt erstmal nicht, auch Star Wars Battlefront geht nicht. Das habe ich noch nicht mal. Aber ich bin dann dabei, also das zu klären und jo. Hier drüben ist mein Filmschrank. Das ist der Schrank der sehr guten Filme, also DVDs. Oh. DVDs, Blu-Rays und da unten sind Videokassetten, die ich nicht mehr gucken kann, weil der das schlapp gemacht hat. Als mein Rechner ausging, also als er dann nicht mehr funktioniert hat, dann habe ich Videos geguckt und irgendwann hat der Videorekorder schlapp gemacht und seitdem geht das hin. Und jetzt habe ich das so gemacht, dass ich einige von den sehr guten Filmen, die hier drin sind, zum Beispiel Outbreak, habe ich jetzt auf dem Ding da, dem Passport, ein Speichermedium mit einigen Gigabytes, das reicht erstmal aus. Also wie gesagt, das sieht man das ganze Regal nochmal insgesamt. Das ist so mittelmäßiges Zeug drin in dem Schrank. Hier sind sehr gute Bücher. Den Fernseher da unten, den könnte ich wegschmeißen, brauche ich gar nicht. Ich gucke über Livestream-Fernsehen schon seit ein paar Jahren. Und hier sind sehr gute Filme drin. Scheiße, Titten. Ach, YouTube wird mich umbringen. Ja, ich habe auch eine Spiegelreflexkamera. Die ist da drinne. Ja, ich fotografiere auch. Ich habe mit einem kleinen Fotoapparat, bin ich mal durch ganz Cottbus gelaufen, habe da alle Stadtviertel fotografiert. Naja, die Bilder sind sehr schlecht. Würde ich mal so sagen. Ach ja, ihr fragt euch ehrlich, warum ich diesen kleinen Apparat benutze vom Videos machen. Weil das da war auch mal eine Videokamera, noch mit Band. Und irgendwann hat die gequietscht. Das ist kein Scherz, die quietschten dann schon. Das ging dann schon nicht mehr. Das war ein bisschen scheiße. Also hier ist mein Schreibtisch. Also wenn man hier lang kommt, bla, Schreibtisch. Hier liegt ziemlich viel Musik von Venice and Snares, die ich zurzeit viel gehört habe.
Ja, unscharf, wie schön. Hallo, na ja, geht's noch, oder was? Hier wenigstens Nerz, wenigstens Nerz. Na gut, ein bisschen was von, wie heißen die nochmal? I am my, who am I? Oh Gott. Das ist sonst alles wenigstens Nerz, weil ich da richtig Bock drauf hatte in letzter Zeit. Aber jetzt langsam habe ich langsam keine Lust. Also jetzt möchte ich doch wieder langsam Gitarrenmusik hören. Ich höre sonst immer diese abgedrehte elektronische Musik zurzeit. Refused, dieses Reunion-Album, sehr geil. Robin Hood habe ich letztes Mal wieder geguckt. Der Film gefällt mir sehr gut. Film, handwerklich, technisch sehr gut gemacht. Und ich muss auch nicht sagen, man muss gegen das Ende auch nicht meckern. Invasion vom Mars, falls den noch jemand kennen sollte. Das ist sehr geil, von Toby Hooper. Toby Hooper hat zwei geile Filme gemacht. Invasion vom Mars und Texas Chainsaw Massacre. Aber das von 1987, also das Original. Kopfhörer auch neu. Controller. Warum habe ich den Controller, wenn ich doch... Ne? Also. Der Controller ist erstmal ein Xbox-Controller, weil Xbox ist ja von Microsoft. Den kann man ohne Probleme an den Rechner anschließen. Es ist deswegen so, weil ich spiele ja auch Mirror's Edge. Und dieses Spiel mit der Tastatur und Maus zu spielen, Katastrophe. Deswegen, Leute, Mirror's Edge hier mit Controller spielen, dann dreht ihr durch. Es gibt Stellen, da hatte ich mit Maus und Tastatur arge Schwierigkeiten. Mit dem Ding hier habe ich bestimmte Stellen beim dritten Mal geschafft. Es gibt aber eine Stelle, oh Gott, das muss ich ja mal erzählen. Ich gucke mein Let's Play an von dieser Stelle und jedenfalls Holly LP geht hin, springt hoch, macht das Spiel weiter. Alter, ich wäre so durchgedreht. Ich habe das glaube ich 100 Mal probiert, bis es bei mir geklappt hat. Ich wäre fast verzweifelt. So ein Scheiß. Aber Alice, Madden, Station spiele ich nicht mit dem Ding, weil die Tastenkombination, hier die Tastenknopf ist nochmal anders als bei Mirror's Edge und ich spiele das lieber mit Maus und Tastatur, Alice Madness Returns. Mal gucken, was ich sonst noch mit Maus und Tastatur spiele. Aber Mirror's Edge ist ganz wichtig mit Controller, sonst drehst du durch. Sonst hast du Hirnkrebs oder so, oder Fingerkrebs oder so. Analyse eines Erpresserschreibens habe ich auch. Das ist auch ganz interessant. Das ist eigentlich ganz wirklich interessant, wegen des Widerspruchs der Omnipotenz und der Realität. Das ist ganz wichtig. Daran erkennt man, ob es ein Erpresser ernst meint oder nicht. Und hier ist der Rechner. Gehäuse, da ist der Lüfter drin und so. Das Problem ist, die Grafikkarte, also da habe ich jetzt noch Fotos gemacht und ein Arbeitskollege wollte da mal was dazu sagen, wie auch immer. Weil ich könnte ja theoretisch die GTX 79 auch einbauen, weiß aber nicht, ob das funktioniert, dann Covid hier und dann ist es vielleicht scheiße. Naja. Da ist er. So, da angeschlossen ist das. Musik läuft auch noch. Und deswegen. Egal. So, hier ist ein Cola-Flaschen. Ja, die bricht wieder weg. Keine Sorge, die kommen wieder weg. Hier die Fenster wurden alle neu gemacht irgendwann mal. Das Geländer da draußen wurde auch neu gemacht. Die haben alles hier. Ich habe jetzt schon Angst um meine Miete. Hier ist noch ein bisschen Müll drin. Ja. Komm nicht über die Kante. Ja. Und schon sind wir in der Küche. Huhu. Das ist kein Scherz mit der Lampe. Oh, ist ja umgekippt. Naja. Seht ihr das? Das ist die Beleuchtung meiner Küche hier. Dieses Ding hier. Ja, weil das ist kaputt und ich traue mich nicht, die reinzumachen, weil ich nicht weiß, wie die reinpassen. Oder ich einen Stromschlag kriege oder die Sicherung rausfliegt, was weiß ich. Ja, hier ist meine Küche. Naja, muss noch ein bisschen was abgewaschen werden. Das sind natürlich nicht, das kommt dann wieder weg. Kühlschrank. Guck mal, der ist sogar gefüllt. Huhuhuhu. Mit Eier, Ketchup, Brot, irgendwas anderem. Ja. Mikrowelle habe ich auch. Benutze ich nicht. Ganz wichtig. Cappuccino. Besteck. Wasserkocher. Wecker. Weil, naja. Das ist
manchmal ein bisschen scheiße, wenn ich am Punkt Güter stehe und möchte wissen, wie spät es ist. Ich muss mich jedes Mal nach umdrehen zum Wecker zu gucken. Hä? Wisst ihr eigentlich, wie sehr ich Cappuccino liebe? So sehr. Juhu. Ist das krank. Oh, Tüten. Aber guck mal, umweltbewusste Tüten. Keine Plastiktüten. Alles Stoff. Wenn die weiter da hängen, fackeln die ab. Oh, Schüsseln, die kaputt gegangen sind. Naja. Hier unten lag mal alles voller Tüten. Die liegen jetzt unterm Bett, weil, wie gesagt, die wollten ja bauen, mussten ja rein, habe ich alles aufgeräumt. Ich war gezwungen aufzuräumen. Oh mein Gott. Ah, nö. Ich habe, glaube ich, noch Nudeln irgendwo. Nudeln? Ach, da sind Nudeln. Ja. Hier ist ein Mülleimer drin. Ja, da ist ein Haufen Ketchupflaschen. Hier bei uns hinten ist kein Glascontainer. Das ist Biomüll. Den bringe ich immer heimlich nachts raus. Damit keiner sieht, dass ich das Arschloch bin, was diesen Müllbeutel neben den Container stellt, weil ich die Schüssel nicht mehr habe dafür. Hier sind auch noch ein paar sehr gute Filme, aber alles VHS. Also das sind die sehr guten Filme. Hier VHS. Kennt ihr das noch? Eine Stereoanlage, die... Ja, Cappuccino, der mal getrunken werden sollte. Also, das hier ist das Artwork-Buch zu Alice Madness Returns. Weil ich ja großer Fan dieses Spiels bin, ich liebe dieses Spiel. Das ist halt eine tolle Welt. Man hat sich sehr kreativ ausgelassen bei der Gestaltung der Welt. Man sagt zwar, die Grafik ist nicht up to date, das Gameplay ist zu simpel, aber mir gefällt das Spiel. Man muss es auch nicht mal zu kompliziert machen. Wenn man sich beschwert, dann sollen die Leute das im Albtraum-Modus spielen. Das habe ich gemacht, weil ich gemerkt habe, oh, bei Alice, ich habe einiges, das habe ich noch nicht. Und ich hatte noch keine Ahnung von Artwork-Büchern. Da war ich noch nicht infiziert. Aber dann habe ich mir das angeguckt und so, boah, geil. Das ist eine interessante Mischung aus Fakten und fantastisch tollen Bildern, wo wirklich viel erklärt wird und so. Das ist ein geiles Bild, oder? Also ich fand das richtig geil. Also das ist, diese Artwork-Bücher sind wirklich ganz toll. Da wird richtig schöne Sachen erklärt. Das Bild erkläre ich euch jetzt mal. Das Bild hat einer der Künstler gezeichnet, weil aufgrund der Wirtschaftskrise die Produktion des Spieles erstmal eingestellt werden musste und hat er das Bild gezeichnet. Aber später ging es weiter. Das ist wirklich die Geschichte zu diesem Bild. Hier, wie Alice aussehen sollte, die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten, verschiedene Konzeptionszeichnungen zu dieser Welt. Diese Welt finde ich richtig schön im Spiel. Sieht natürlich ganz anders aus. Es ist nie ganz 100% wie das, was gestaltet wurde und wie das dann. Die gibt es im Spiel wirklich. Da muss man aber genau hingucken, sonst sieht man die nicht. Das ist die Psychiatrie, wo Alice drin ist. Ich weiß gar nicht, ob Alice sich das alles nur einbildet und vielleicht gar keine Haare hat. Kann ja auch sein. Ja, alle, die das Spiel kennen, wissen, was ich meine. Hier ist Storyboard-Zeichnung. Das Problem des Marketings, weil die Firma hat das so verkauft. Horror-Game ist aber eigentlich eher ein Action-Adventure-Spiel. Und ich glaube, dass es so ist, dass EA sich die Verantwortung entzogen hat, weil sie einfach mal gesagt haben, ach, das Spiel heißt, also das erste Spiel heißt American McGee's Alice. Verstehst du? Nicht EA Alice, sondern American McGee's. Weil er sich ja durchgesetzt hat, auch mit seinen Konzepten gegenüber EA. Hab ich gelesen. Sehr geil. Godzilla. Guckt euch das an. Ist das nicht... Ist doch Hammer. Boah. Regisseur. Auch mit wunderschönen Zeichnungen. Die Idee ist zum Beispiel ziemlich geil, war aber im Film nicht drin, dass sie Godzilla aus Eis rausschneiden. In Würfelform. Alles sehr geile Bilder. Zieht euch das rein hier, Alter. Das ist ja wie im Film drin, wo dann Godzilla kurz vor der Brücke ist. Wo kurz vor der Brücke ankommt. Godzilla. Das ist die Szene, wo als Godzilla und der Muto aufeinandertreffen. Ach, die Brückenszene. Auch, die ist auch im Film sehr geil. Oh, ein schönes Bild von Godzilla. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Konzepte zu Godzilla. Hier gibt es viele. Hier mehrere. Da. Und das ist das Schöne an so einem Artwork-Buch, du kriegst wirklich wunderbar Sachen erklärt, auf eine künstlerische Art und Weise. Ja. Und
Man merkt doch, wie viel Kreativität und Arbeit in so einem Film drin steckt. Wie Godzilla, auch wenn die Story jetzt nicht so geil war, es war ein bisschen schade, aber bei Godzilla können wir durchaus ein bisschen nachsichtig sein, nachdem Roland Emmerich uns ja ein bisschen beleidigt hat mit seinem Scheiß. Prometheus, aber das Buch ist problematisch. Nicht vom Inhalt, sondern von der Produktion. Es ist schlecht produziert worden. Das ist nämlich kaputt gegangen schon. Ich könnte sowas von kotzen. Das ist so eine Scheiße. Ich muss mit Klebestreifen den Dreck hier wieder reparieren, ey. Ihr kennt doch diese Kalender, die man abziehen kann. Genauso haben die den Scheiß auch gemacht hier, ey. Muss ich immer vorsichtig jetzt hier blättern. Zwar jetzt nicht alles, aber manches ist ein bisschen gefährlich hier zu bewegen hier. Habe ich alles mit Klebestreifen gemacht. Zum Kotzen, so eine Scheiße, ey. Und hier ist dann schon wieder gut, hier passiert gar nichts mehr. Auch, ich meine, das Buch ist deswegen auch so schön, auch bei Godzilla, bei den anderen ist es schön. Es ist eine sehr schöne Kombination aus Bildern und Text. Hier gibt es viel Text und auch schöne Bilder. Das mag ich, das bringt einen den Film auch sehr gut nahe. Hier, Storyboard-Zeichnung sogar. Hier, Greenscreen-Aufnahmen. Storyboard-Zeichnung wieder. Konzepte zum Schiffen natürlich auch. Oder zu der Rettungskapsel halt. Auch sehr schöne Bilder vom Planeten. Ah, hier die Skulptur von dem Gesicht, von dem menschlichen Gesicht, die Skulptur. Also hier ist Storyboards. Also im Grunde genommen würde ich ja eher behaupten, dass Prometheus in Wirklichkeit, das ist auch geil, ja. In Wirklichkeit nichts mit Alien zu tun hat. Man hat aber Elemente von Alien reingetan, um es besser zu verkaufen. Was übrigens, habe ich schon ein bisschen gelesen, auf... Jetzt kommt's, Leute. Ich habe gesagt, Esoterik Müll, ne? Oder so. Die haben sich tatsächlich von Erich von Däniken inspirieren lassen. Ich fass es nicht. All das ist unfassbar, ey. Ja, das Viech ist... Also das ist, also nicht das Viech an sich, aber die Infektion im Film, das ist alles, das ist fragwürdig. Das Drehbuch ist ein bisschen vermurkst irgendwie. Man sieht im Film, dass der eigentlich erstickt und das Viech in seinen Mund reingeht, dann gehen die wieder rein ins Schiff und der Typ ist aber verwandelt. Was mit denen passiert? Da ist das Dicht noch reingegangen. Der ist einfach erstickt. An dem, also deshalb, vor allen Dingen, es ist, der andere hat das Zeug dann in seinem Auge drinne. Ich weiß nicht, wie viele Infektionswege gibt es denn? 8 oder was? Also das, hier ist das sehr gut, die Maske, ne? Und man hat aber sehr gemeckert über die Maske von ihm, dass die so beschissen ist im Film. Dass man sowas schon besser gesehen hat. Aber vielleicht hat der, vielleicht ist das gar keine Altersmaske, das ist eine Krankheit. Er hat eine Krankheit. Und das ist Guy Pearce. Guy Pearce von Memento. Kennt ihr? Noch sehr schöne Bilder. Hier, in dem Alien. Das war im Film da nicht mehr zu sehen. Das sah man dann im Film nicht mehr. Das hier hinten auch nicht. Das sah man im Film nicht mehr hier. Hier steht immer vom zweiten Teil schon. Prometheus 2. Also ich finde, der Film ist visuell eine Granate. Also der Film ist optisch geil. Ridley Scott mit seinen, wie alt ist der eigentlich, 60, 70, hat es einfach drauf. Er kann Science-Fiction-Filme machen. Die Story ist aber der blanke Mumpitz. Also das ist ein Scheiß, den kann man sich gar nicht vorstellen. Einmal einen Müll gemacht, ey. Und jetzt gibt es ja Prometheus 2. Man merkt, also es geht wieder, ich will ja noch so ein Video machen mal irgendwann, Hollywood, die Wiederverwertungsgesellschaft. Und darum geht es auch wieder. Die haben mit Batman eine neue Serie angefangen und jetzt machen sie es hier auch nochmal. Jetzt fangen die mit Prometheus 2 wieder eine Serie an und tun so als wäre es Alien oder verkaufen es dadurch ein bisschen. Aber in Wirklichkeit ist es eine Wiederaufbereitung einer Serie. Sie erfinden eine Serie jetzt wieder neu. Wobei ich sagen muss, der Film ist okay. Also wie gesagt, visuell ist das Ding eine Granate. Also es ist schon... Und ich weiß aber nicht, ob der Space Jockey so erklärt wird, wie er eigentlich erklärt. Also ich weiß nicht, ob das die Erklärung ist für diesen komischen Sitz. Beim ersten Alien-Teil wurde das nicht erklärt. Das hätte erklärt werden können, aber das soll jetzt die Erklärung sein. Naja. Das ist eine geile Szene im Film, wo er da mittendrin steht von dem interstellaren Reiseplan der Außerirdischen. Ah, die Stühle.
Konzepte der Stühle. Hier nochmal Zeichnung, technische Zeichnung von den Gefriertruhen. Also schönes Artwork, bis auf den Scheiß, den sie hier mit diesen Abreiß, mit dieser Abreißkalenderart gemacht haben. Ja, ey, ist doch scheiße. Und hier, ey, musste ich das reparieren. Ridley Scott, der alte Sack, der mit der Marsianer einen Film gemacht hat, wo sich alle das erste Mal einig waren, das ist ein guter Film. Das ist das erste Mal, dass sich alle einig sind. Gut, Black Hawk Down wahrscheinlich auch. Sein schlechtester Film ist Die Akte Jane. Weiß nicht, was sich dabei gedacht hat. Jo.